gut. Also Jill ist eine Person, die Toiletten nicht besonders findet. Sie kann Toiletten nichts Besonderes abgewinnen. Ja. Deswegen pinkelt sie auch ungern auf Toilette. Sie geht lieber, macht lieber ins Bett oder geht in den Garten. So, wie ist das noch in dem alten Song von Dinges? Wir gehen auch über Wasser, wenn da Brücken sind, ne? Von den Fantastischen Vier war das, glaube ich. Kann ich mich gar nicht mehr dran entsinnen. Ich weiß auch nicht mehr, welcher Song das war von denen. Ich weiß nur, ich habe jetzt gerade, glaube ich, Scheiße gebaut. Ah ne, Moment, ich muss den jetzt nochmal zurückschieben und den an die vordere Wand schieben, weil sonst kann ich den ja gar nicht mehr von dieser Wand entfernen, weil Julia nicht ziehen kann. Ja, ihr merkt gerade, liebe Zuschauer und Zuhörer, der Shepard hat gerade komplett seine Motivation verloren. Nee, ich habe meine Motivation nicht verloren. Ich bin nur leider werde ich von der einen Seite quasi zugetextet gerade und kann mich und bin ein wenig nicht multitaskingfähig. Deswegen hatte ich dem Schein eben gefragt, ob er hier einen Speicherpunkt in der Nähe hat. Ach so. Ich dachte, du wärst jetzt endgültig auf Kriegsfuß wegen der Dokumente. Nee. Also die Dokumente wirken natürlich schon ziemlich ermüdend. Ich werde nachher natürlich mit dem Kopf auf die Tastaturfalle nicht mehr schaffen, am Mugen weiterzumachen. Aber ich lese sie natürlich. Was ist denn jetzt los? Ja, ich bin genau in so einen weißen Hai gelaufen. Das natürlich. Ja, bei mir fehlt leider jetzt gerade das Bild still. Warum auch immer. Ja, bei mir ruckelt das Spiel gerade extrem. Ich glaube, so viel Wasser und Heil ist zu viel für den DS. Kontrollraum. Auch versperrt. Kein Schlüssellock. Ja, das ist nicht gut. Oh Gott, ey, ich von drei Heiden verfolgt. Ich hoffe, ich war in diesem Scheißraum zumindest hier der Abfluss. Nee, war natürlich nicht. Hier war die scheiß Pflanze. Das ist natürlich kacke. Da fehlt uns jetzt der Schlüssel, um in den Raum mit dem Abfluss zu kommen. Das heißt, wir müssen oben irgendwo noch einen anderen Schlüssel finden. So. Ich kann mich hier an fast nichts mehr erinnern, echt nicht. Also außer an die Haie mit an die verschärften Haie mit den verschärften Laserkanonen auf ihren verschärften Köpfen. Sind da so heilige Scheiße. Oh, der andere steht wieder auf. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Hast du was zum Aufladen mit? Ja, ne?
Ich hab mich ja gerade gehalten. Im Moment ist ja auch keine Gefahr. Ach, du hast dich. Stimmt. Blinkt ja nicht. Jetzt. Ja. Ich vergaß. Aber haben wir denn mal schön die Übe weggekickt? Die Übe? Genau, die Übe. Das rote Buch. Examine. Nichts drin. Nee, schade. What is it good for? Wenn er jetzt klappst das Buch auf und dann wären 500 Dollarscheine drin, dann wäre das wahrscheinlich ein größerer Hit. In diesem Spiel kannst du mit Geld nichts anfangen. Ja, stimmt auch wieder. Kannst du dir auf die Wunden legen. 500 Dollar Verband, ne? Ja. Und das hier ist auch ein Resident Evil Klassiker. Wasser aus einer Badewanne lassen. Das Wasser sieht eklig aus. Auch soll ich meine Hand hier hineinstecken? Nee, kannst du auch den Kopf reinstecken, ne? Nothing major. Das ist aber eine Aussage. Nicht der Haar. Ist nicht der Major, der in der Toilette drin liegt. Nee. Wahrscheinlich der Gefreite oder so. Also theoretisch könnte sich das natürlich ändern. Alter Schwede, warum stockt denn das jetzt immer so? Vielleicht geht die Verbindung zur Neige, weil du Textnachrichten schreibst. Ach so, meinst du, das saugt so die Aura der Internetverbindung auf. Ja. Aber ich habe jetzt jedenfalls den Kontrollraumschlüssel und damit kommen wir in den Keller, wo wir Wasser ablassen können. Wie bei Werner. Aber ne? Keine Wurst. Keine Wurst, nur Wasser. Nothing major. Ja. Müssen wir nur wieder an den abgefickten Haien vorbeikommen. Da sind sie nämlich alle auch schon wieder. Und hängen mir quasi am Arsch. Was ihnen nicht zu verübeln ist. Und natürlich habe ich die falsche Tür erwischt. So, aber wir sind im Kontrollraum. Das ist gut. Sehr verbunden. Ja, indem ich nicht sehen kann, außer blinken. So, jetzt und ihre Energie. Ja, rechts links gelb und links rot. Ja. So. Wasser ist abgelassen. Ja, Blasenkatheter geleert. Genau. Das ist all das Schmutzwasser. Da ist noch ein Button. Scheiße, was macht der denn? Drück ich mal einfach. Push the button. Ah, okay, er hat wahrscheinlich den Room Next Door geöffnet. Okay, so ist es auch. Oh yeah, Polizeipatron. Und noch mehr. Die zieht er sich jetzt gerade durch die Nase. Alles feucht und nutzlos. Ja. Obwohl feucht gar nicht mal so nutzlos ist eigentlich. Kommt auf die Situation an. Ne? Die Polizeipatronen, die sind da jetzt. Bist du noch da? Schlüssel. Ja, ich bin noch da. Achso. Was konnte man denn mit Polizeipatronen nochmal alles abschießen? Ja, so ziemlich alles. Ja. Aber mit allem, was nicht so Polizeipatronen sind, da kann man nicht so viel mit abschießen, ne? Man kann zum Beispiel herumfloppende Haie abschießen. Ja. Mit Polizeipatronen. Unter anderem. Du kannst mit Polizeipatronen alles abschießen, was es gibt auf der Welt. Nur natürlich alles hat eine unterschiedliche Wirkung auf Polizeipatronen. Ja. Wie das so mit jeglicher Munition ist, ne? Ja. Was haben wir jetzt hier eigentlich für ein... Aber das, wenn ich mich recht entsinne, warst doch du, der immer diesen Ausdruck Polizeipatron so toll findet, oder?
Ich fand ihn eigentlich nicht toll. Ich habe ihn nur versehentlich mal, habe ich das erwähnt. So richtig begeistert davon war ich nie. Ich komme nur irgendwie ja, von also diesem ich mein, Ausdruck nicht mehr runter. Ja, genau, ja, das meinte ich ja. Also ironischerweise. Ach scheiße, muss ich das jetzt mit einem Stylus machen? Also mit dem Mauszeiger? Tatsache. Das ist auch cool. So, müssen wir irgendwie ein bisschen Zahlenraten spielen, dass alle Lichter oben angehen. Aber eigentlich muss man das im Zusammenhang mit so einem Puzzle aus dem Billardraum machen, aber da habe ich irgendwie nicht aufgepasst. Und deswegen klicken wir jetzt zu einer vom Shepard Beatbox-mäßig nachgemachten Benny Hill-Musik hier ein wenig herum. Und das war's. Das klang absolut nach Benny Hill. Ich hab's direkt wieder erkannt. Ja, die guten Eingabedinger bei Resident Evil spielen, wo man einfach immer so lange rumdrückt, bis es klappt. Genau. So, jetzt müssen wir mal wieder Inventar leeren. Ein großer Favorit von mir ist ja das, Bilderrätsel in Resident Evil 4. Ach, mit den gehängten Leuten. Genau, ja. Das ist ein ganz großer Favorit von mir. Also da das haben sie, also ich glaube, das war eins der billigsten Rätsel, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Da würde ich dir so ziemlich zustimmen. Ja. Also dagegen ist das das Strahlenstatuen drehen quasi ein Holocaust. So, nehmen wir uns mal ein paar Empty Bottles und mischen uns jetzt mal hier so einen Muntermacher zusammen. Schönen Monster Drink. Monster Energy. Hast du mal, weiß nicht, ob du, kennst du diese Lebensmittelkette von früher noch? Lady hieß die. L-E-D-I. Lady? Nee, L-E-D-I. Habe ich doch gestern so extra gerade nochmal gesagt. Ja, ich habe leider ein paar. Du stotterst irgendwie ein bisschen, Mann. Nee, die kenne ich, glaube ich, nicht. Lebensmittelkette? Ja, die haben einen Energy Drink früher verkauft. Energy Tiger nannte der sich. Ah, den gibt's auch noch, oder? Tiger? Tiger Energy? Habe ich das nicht mal irgendwie neulich gelesen? Also ich meine, dass der hat, von dieser Lebensmittelkette da vertrieben wurde. Ach so, okay. Und sagst du, der hat richtig gut geschmeckt, oder was? Ja. Ungefähr so quasi erster Piste. Schluck. Was? Ungefähr so wie eine Pissnelke beim Wachsen. Ist quasi erster Schluck getrunken und dann schießt dir die Magensäure vom Sodbrennen so hoch aus dem Hals, dass du damit die Decke verätzen könntest. So in der Art. So, da gibt es auch heutzutage auch noch die Blöde. Oder ich finde hier die anderen Chemikalien nicht, mit denen ich das Gift hier zusammenmischen kann. Wasser 1, Rot 2, Purple 3, Lila 3 und Grün 4. Ja, und diese anderen Purple, Green und so ein Zeugs, die finde ich irgendwie gerade gar nicht. Die stehen aber unten im Regal drin, also sieht von hier aus grün aus. Ja, aber ich kann mit denen nicht interagieren. Oh. Oder muss ich da dann das Item da verwenden? Nee. Weil normalerweise sagt sie ja auch, da ist irgendwie was Grünes drin oder sonst was drin, aber irgendwie... Hä?
Ja, Wasser ist klar. Kriegst ja am Wasserhahn, ne? Ja, da steht ja die Formel drauf. Hä, wo sind die anderen Sachen? Bin ich jetzt gerade irgendwie dumm oder dumm und hohl Ja, und ich kann dir leider, bei mir ist das auch gerade, ich. Hattest du sind die Dinger hier alle in dem Raum drin? Bist du dir sicher? ja. Oder musst du die irgendwo einsacken oder in irgendeinem anderen Raum finden? Nee, die sind eigentlich alle in dem Raum da drin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht muss ich noch irgendwie was anderes machen. Das kann nur sein, aber wäre mir eigentlich neu. Damit das Spiel dich damit den Flaschen interagieren lässt. Ja. Vielleicht muss ich diesen Bericht erst lesen. Das kann natürlich Ah, sein. Weil das kann das gut V-Jolt, sein. das wollen wir ja auch Das ist nämlich herstellen. der wichtige V-Jolt-Report. Richtig. Oh Gott, meine Augen. Wie ich schon in dem letzten Bericht Bist wiedergegeben jetzt habe. Nicolas Cage oder was? Was? Bist jetzt Nicolas Cage oder was? Oh, Mais! Mais! Not the beast! Wie ich es in meinem letzten Bericht schon erwähnt habe, sind da ein paar Features, ein paar Features, na sag schnell, Merkmale. Merkmale, genau, alter Schwede, die in den Zellen der Pflanze infiziert wurden durch den Tyrant, kann ich ruhig Tyrant sagen, ja, Tyrant Virus. Tyrant heißt ja nichts anderes als Tyrann. Ja. Kann ja sein, weiß ich nicht. Nee, ist ja so. Ja gut, ja. Ja, das Wort gibt es aber im Englischen auch so, ne? Das gibt es nicht nur als Namen. Ist richtig. Das ist richtig. Ja. Das ist nix. Tyrant ist einfach das englische Wort für Tyrann. Genau, ja, deswegen meinte ich, ob ich das so lassen kann. Ja. Spricht doch nichts dagegen. Wir haben außerdem einen anderen interessanten Fund an Fakten durch die Experimente gemacht. Durch einige Experimente gemacht.